Hallöchen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch Wimworld spielen. Wimworld wird jetzt mehr oder weniger Gnomoria ablösen. Wer die letzten Folgen Gnomoria gesehen hat, der weiß, ich bin nicht mehr ganz glücklich mit dem Spiel gewesen. Das lag hauptsächlich daran, dass ich neben dem Let's Play noch einen eigenen Spielstand Gnomoria hatte und dort habe ich sehr viele Bugs erlebt und die haben mir richtig den Spielspaß verdorben. Eventuell wird das bei Wimworld auch passieren, aber ich glaube nicht daran. Eins vorweg, ich habe Wimworld kaum vorher gespielt. Ich habe es mir erst jetzt, wo es bei Steam rauskam, gekauft. Und das ist jetzt schon ein paar Tage her und die Tage lang habe ich da, in den Tagen habe ich jetzt auch sehr viel gespielt davon und habe ungefähr ein Gefühl für das Spiel. Und ich habe schon vorher einige Let's Plays davon gesehen, aber so richtig erfahren bin ich in dem Spiel noch nicht. Deswegen werde ich jetzt auch kein Hardcore-Let's Play machen, wie ich das bei den anderen Spielen, die ich in- und auswendig kenne, gemacht habe, sondern das hier wird etwas sanfter sein. Und stattdessen möchte ich hier ein bisschen mehr Geschichte erzählen. Ob das so richtig funktioniert, weiß ich nicht, denn das würde eigentlich davon abhängen, dass ich sehr gut Geschichten erzählen könnte. Kann ich aber nicht so wirklich. Das merkt ihr auch an den anderen Let's Plays, wo ich immer wieder versuche, Sachen vorzulesen und dann in der Hälfte abbreche, weil ich merke, nee, das wird jetzt nichts mit vorlesen. Frei sprechen geht so einigermaßen. Und ja, ich mache Let's Plays sowieso die ganze Zeit, um frei sprechen zu üben. Also von daher ist das eine ganz gute Übung, hoffe ich. So, als erstes möchte ich euch mal die Mods vorstellen, mit denen ich spielen werde. Das sind eine ganze Menge. Die Auswahl ist hauptsächlich davon abhängig gewesen, welche Mods relativ früh raus waren. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mir diese Sammlung zusammengesucht habe, waren ungefähr 80 Mods verfügbar. Inzwischen sind es 140 und das wird garantiert noch steigen. Und ich kann nur raten, dass schon vielleicht tausende von Mods innerhalb von wenigen Monaten raus sein werden. Keine Ahnung. Ich habe wirklich kein Gefühl dafür. Aber das hier waren somit die ersten, die mir gefallen haben, wo ich auch dachte, okay, damit kann ich umgehen. Und ja, ich gehe sie mal ganz kurz durch und erkläre mir ein bisschen, was ich mir dabei gedacht habe. Es gibt übrigens auch andere Mods, die ich bewusst weggelassen habe. Über die würde ich am liebsten auch reden, aber dann wird das Video zu lang und das müsste ich mir jetzt nochmal zusammensuchen. Habe ich nicht vorbereitet, von daher, es reicht schon zu, wenn wir das hier machen. Also der erste Mod, der hier in der Liste erscheint, ist Expanded Gloves. Den Mod möchte ich dazu nehmen, weil es mir ein bisschen zu albern, zu einfach ist, nicht zu albern. Zu einfach ist, wenn man einfach nur Baumwolle anpflanzt und dann ist instant sofort Stoff da, sondern ich möchte ein bisschen mehr dafür arbeiten. Da wird eine ganz neue Forschung ins Spiel gebracht und ja, der Anfang ist ein bisschen schwieriger dadurch. Also mache ich es mir doch vielleicht ein bisschen schwieriger. Der zweite Mod vom gleichen Hersteller sorgt dafür, dass wir Betten nicht mehr einfach so aus Holz bauen können, sondern wir brauchen Stoff davor. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Mod. Stoff kriegen wir jetzt nicht mehr so leicht. Also Betten zu bauen wird jetzt nicht mehr so einfach sein. Als Belohnung oder ich weiß nicht, als kleines Gimmick dafür haben wir jetzt aber mehr Farben. Was auch nicht schlecht ist. Dann noch ein Mod von dem gleichen Hersteller, der sorgt dafür, dass wir mehr Bodenfarben haben. Das Bild ist ein bisschen irreführend. Ich dachte die ganze Zeit, hier haben wir noch farbige Böden, aber nein. Da, wo mein Mauszeiger jetzt lang geht, hier diese Holzböden in verschiedenen Varianten, das wird das sein, was durch diesen Mod hinzukommt. Ist ein bisschen Abwechslung, ich mag Abwechslung. Bei dem Mod habe ich mich auch am Anfang ein bisschen getäuscht, aber der bleibt jetzt trotzdem drin. Am Anfang dachte ich, hier geht es darum, irgendwie so eine Art Gerbera drin zu haben. Und dass man nicht einfach Tiere schlachtet und dann hat man die Haut verarbeitbar, sondern nein, ist nicht so, sondern der Mod sorgt dafür, dass wir die Tierhäute in Felle umwandeln können, die wir als Dekoration in unsere, die wir als Dekoration aufstellen können. Und ja, ist eigentlich auch ganz nett, die Idee. Wir spielen ja mehr oder weniger in der Wildnis und dann hat man vielleicht auch das ästhetische Empfinden, dass so ein toter Tierkörper als Schmuck auch ausreicht. Schnell weiter. Glittertech, No Savagery war die Variante mit No Savagery. Ich muss wie gesagt sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung mit dem Mod, aber der sieht ziemlich cool aus, der bringt ziemlich viele coole Sachen rein. Und davon gibt es eine Variante, die auch zusätzliche, ich sag jetzt mal, künstliche Körperteile reinbringt, die man seinen Kolonisten antun kann. Ich sag jetzt bewusst antun. Aber da gibt es auch andere Mods, die das vermeintlich besser können und soweit ich mich informiert habe,
ist der Mod, den ich euch jetzt hier zeige, ein bisschen besser. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit und ich hoffe, ich rede jetzt keinen Stuss über die ganzen Mods, die ich hier vorstelle. Ich sage einfach bloß, welche ich reingenommen habe. Mit dem Mod kann man, verlorene Körperteile durch künstliche Prothesen ersetzen und das ein bisschen besser als bei Glittertag. Zumindest habe ich so verstanden, dass bei Glittertag nur die Zukunftsvarianten da sind und hier ist von Steinzeit bis Zukunft alles abgehandelt. Und mit Steinzeit meine ich sowas wie ein Holzbein oder ein Haken als Hand. Ist ja auch irgendwie eine Art Ersatz. Ja. Michelangelo's Chor, englische Aussprache ist bei mir sowieso ganz furchtbar. Was habe ich mir hierbei gedacht? Der Mod ist eigentlich dazu da, dass ich andere Mods erstmal laden kann. Der Mod selbst macht auch ein paar Sachen, die ich aber wahrscheinlich nicht benutzen werde. Ich kann hier zusätzliche Tasten benutzen, um irgendwie Kolonisten zu gruppieren. Um ganz ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, ob und wann ich das mal benutzen würde. Vielleicht mache ich es dann doch irgendwann, einfach um es mal gesehen zu haben. Und der bringt Brain Pulse, also Implantate für Gehirn, fürs Gehirn rein. Okay, mal gucken. Mein erstes Gefühl ist, ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen. Aber das wird man sehen. Warum ich den Mod eigentlich drin haben möchte, ist, dass ich diesen Mod drin haben möchte. Also, den Mod möchte ich drin haben, damit ich den Mod benutzen kann. Und das sind Trainingspuppen. Einmal für Schießen und einmal für Kampftraining, also Nahkampf. Und ich denke schon, dass ich das gerne benutzen möchte. Der nächste Mod, der dazugehört, also alles, was hier Misk heißt, gehört zu dem dazu und muss auch über dem geladen werden. Die restliche Reihenfolge von den Mods ist reiner Zufall, also da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe bloß aufgepasst bei einigen Mods, wie hier steht es halt, you must load Michelangelo's Core first, also hier. Der muss über den sein. Ja. Also hier haben wir einen zusätzlichen Kartengenerator und der Kartengenerator, das... Ja, der sah auch interessant aus. Ich habe jetzt einige Testspiele gemacht, nur einfach um zu sehen, welche Karten da rauskommen und das hat mir schon besser gefallen hier. Dann der gleiche Mod-Hersteller hat was mit Robotern gemacht. Irgendwann werden wir auch Roboter haben, hoffe ich mal. Glaube ich. Und hier, das sieht so aus wie ein Trageroboter und ein Haushaltsroboter, der sauber macht. Und hier, das ist ein Roboter, der mehr oder weniger wie ein Mensch agiert, als künstliche Intelligenz. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig rübergebracht. Falls ich falsch liege, tut es mir leid. Ja, das hier ist noch ein Mod. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber ich glaube, den könnte man auch vielleicht über den Map-Generator machen. Der bringt irgendwie noch ein zusätzliches Event rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, so ein Event hatte ich schon mal. Da ist einfach gar nichts passiert. Meine Kolonisten waren 3 Tage weg, haben gesagt, sie haben nichts gefunden und dann waren sie wieder da und fertig. Aber vielleicht passiert ja hier auch ein paar andere Sachen. Und das Bild macht mich ein bisschen stutzig. Ich glaube, da kommt dann auch irgendwie mal sowas vielleicht zum Vorschein. Habe ich ehrlich gesagt noch gar keine Idee, was genau das ist. Der Mod ist mir relativ wichtig, den würde ich auch, auf den würde ich nicht verzichten wollen, auch wenn er ein bisschen, weiß nicht, ich habe das Gefühl, der ist nicht ganz richtig, funktioniert nicht so ganz gut. Das ist wie gesagt nur ein Gefühl. Ich habe keine Ahnung. Möchte ich wieder nochmal darauf verweisen, dass das jetzt nicht alles hundertprozentig gut ist. Was passiert hier? Hier ist, wird die komplette Agrarwirtschaft nochmal durcheinander gewürfelt. Und es werden neue Pflanzen hinzugebracht. Und es wird ein Agrarsystem reingebracht, dass ich jetzt endlich Erde pflügen kann und Erde, also nicht nur einfach die Pflanzen irgendwas auf dem Boden und gucken, wie das wächst, sondern die kultivieren die Erde und machen sie ein bisschen fruchtbarer und dann wächst das Zeug darauf ein bisschen schneller. Ich finde, das ist sehr, sehr angenehm. Ich muss ein bisschen was investieren, damit ich das überhaupt benutzen darf, aber wenn ich das investiert habe, dann habe ich halt einen doch schon nützlichen Vorteil. Von daher ist das so eine... So, aus meiner Sicht ausbalancierte Sache, okay. Das einzige Problem, das ich damit habe, ist, hier ist auch schon wieder dieses Grow War Cotton drin. Und da weiß ich nicht richtig, ob das hier sich mit dem beißt oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mein Gefühl ist, es beißt sich. Aber ich lasse das hier trotzdem drin.
Weil bei dem Mod habe ich das Gefühl, der gehört damit dazu. Und ich will unbedingt diese bunten Betten haben und ich will unbedingt dazu haben, dass die Betten Stoff brauchen. Und ja, auch wenn ich das Gefühl habe, die beiden Mods behaken sich so ein bisschen, ich lasse das trotzdem so, wie es ist. Ja, wird sich ein bisschen komisch spielen, aber ich mache das trotzdem, ich ziehe das durch. Der nächste große Mod und in meinen Augen wirklich ein riesengroßer Mod, zumindest ein, was das Spielprinzip beeinflusst, Hospitality, in zu Deutsch Gastfreundschaft. Der Mod wird dafür sorgen, dass wir, wenn wir Gäste bekommen, Gäste bekommen wir so oder so, da haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit, denen anzubieten, dass sie entweder bei uns bleiben wollen, das wird der Fraktion, der sie angehören, nicht gefallen und die sind ein bisschen stinkig auf uns. Oder man kann sie halt irgendwie diplomatisch bequatschen, also das heißt direkt Diplomatic Speech. Dann kann man die Beziehung zu der jeweiligen Fraktion, zu der die Gäste gehören, die kann man dann etwas verbessern. Und ja, ich finde das durchaus sinnvoll, dass wenn man Gäste hat, die mit denen ein bisschen mehr interagieren kann, als dass die einfach da sind, einfach das Zeug wegfressen und dann wieder abhauen. Und wenn man die nicht zu sehr gestört hat, dann sind sie ein bisschen besser drauf, sondern dass man dann auch ein bisschen entgegenkommt. Außerdem gibt es hier noch ein zusätzliches Bett. Das sorgt dafür, dass wir einen Raum ausweisen können, der direkt als Gästezimmer ausgeschrieben ist. Dass die Leute wirklich gezielt dahin gehen. Zumindest habe ich den Mod so verstanden. Funktioniert hat es in meinem Testspiel leider noch nicht. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gelesen oder der Mod funktioniert nicht richtig. Aber in meinem Testspiel hat das nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber ich will es trotzdem, sagen wir mal, ich will dran glauben. Also werden wir Gästezimmer bauen und ausweisen und hoffentlich kommen dann die Gäste auch gezielt in diese Räume. Und ja. So viel dazu. Nächster Mod, Stonecutting Tweak. Dieser Mod beeinflusst den Stonecutter. Im Prinzip, was hier steht, man kann jetzt verschiedene Steinarten bearbeiten. Das konnte man eigentlich vorher auch, aber vorher ist es ein bisschen komplizierter. Was dieser Mod tut, zumindest denke ich, dass er tut, der sorgt dafür, dass die Steine etwas schneller bearbeitet werden. Das ist also ein kleiner Sheet-Mod, fast schon. Der Unterschied ist nicht sehr groß, aber man hat sich, also ich habe mich tatsächlich daran gewöhnt, deswegen bleibt er drin. Auch wenn ich inzwischen weiß, ich brauche ihn nicht wirklich und so, ich werde es im Spiel nochmal zeigen, wenn ich dran denke. Die letzten beiden Mods sind einfach Hair-Mods. Die sorgen dafür, dass unsere Kolonisten ein bisschen anders aussehen. Einmal so und einmal so. Ja, das war der erste Teil des Videos. Ich kann mal ganz kurz in die Optionen gehen, ob ich hier irgendwas eingestellt habe, was den Spielverlauf beeinflussen würde. Ich würde dieses adaptive Tutorial drin lassen. Einfach weil, ja, weiß nicht, Autosave habe ich auf 3 Tage gelegt und Tiernamen werden bei mir alle angezeigt, die zahm sind und benannt sind. Ansonsten denke ich mal, das ist hier reiner Standard. Neue Kolonie gründen und da würde ich hier ein Szenario wählen, das ich selbst geschrieben habe. Wie ihr übrigens seht, ich spiele in Deutsch und ich finde die deutsche Übersetzung einfach mehr als schlecht. Ich werde es aber trotzdem so durchziehen, denn mein eigenes Szenario, das ich mir so ausgedacht habe, das ist so eine Art, ich wollte unbedingt mir irgendeine Geschichte ausdenken, wie es sein kann, dass eine Stammesfraktion mit Rettungskapseln ankommt. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mir diese komische Geschichte ausgedacht habe. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, dieses Video aufzunehmen, wo ich diese Geschichte vorgelesen habe. Es gelingt mir partout nicht. Es tut mir wirklich aus dem Herzen leid. Ich krieg's nicht hin, das hier ordentlich vorzulesen, in der Stimmung, mit der Betonung, die ich das gerne haben möchte. Ich versuche trotzdem, das Let's Play so ein bisschen rollenspieltechnisch in die Richtung zu leiten. Wir sind ein Stamm, wir sind Teile eines Stamms, der entführt wurde, der irgendwie, ja, wie soll man das sagen? Also wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert ist. Wir haben unser friedliches Eingeborenenleben gelebt. Ihr merkt schon, ich habe ganz große Probleme damit. Also wir haben ein friedliches Landleben gelebt und plötzlich kamen so Leute aus fliegenden Dingern, die vom Himmel kommen und wir wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Und dann landen die, dann öffnen sie sich und da kommen Menschen raus und die stecken uns plötzlich in diese fliegenden Steine rein und
lassen uns fliegen und dann ist schon wieder alles weg und jetzt sind wir irgendwo anders. Wir wissen ja nicht mal, ob wir in der gleichen Welt sind. Ja. Jetzt aus moderner Sicht würde ich sagen, wir wissen nicht mal, ob wir auf dem gleichen Planeten sind, aber solche Begrifflichkeiten haben die ja noch gar nicht. Und jetzt kommt der Witz mit dieser Englisch-Deutsch-Mischmasch und der furchtbaren deutschen Übersetzung. In meiner Vorstellung ist das jetzt so, dass Deutsch die Sprache des Stammes ist und Englisch ist die Sprache, die sozusagen im Universum herrscht. Und alles, was durch Mods oder durch schlechte Übersetzung noch in Englisch ist, das kannten die Ureinwohner noch gar nicht. Die haben es inzwischen vielleicht gelernt, aber sie unterhalten sich trotzdem noch in diesem gebrochenen Deutsch als Stammeseinwohner sozusagen. Die Dinge habe ich ja so einigermaßen so mir zurechtgelegt, dass, na, wie soll ich es beschreiben, dass es etwas einfacher wird am Anfang, aber nicht zu einfach. Und ich will mir einfach Sachen selbst herstellen, ich will Sachen selbst bauen. Zum Beispiel ist irgendwo über das Gebiet, sind irgendwo über das Gebiet Waffen verteilt, die sind nicht einfach sofort da. In meiner Vorstellung wieder, wie gesagt, ist das so, wir haben am Anfang noch gar keine Waffen, aber wir finden irgendwo auf der Karte ein Stück Holz oder drei Stückchen Holz, die sind ideal als Knüppel geeignet. Die müssen nicht extra bearbeitet werden, die sind einfach so von der Natur aus gewachsen in der perfekten Form. Passiert nicht oft, deswegen gibt es nur drei und nicht mehr. Aber so ungefähr ist das passiert. Und ähnlich mit dem Kurzbogen, da sind einfach schon drei Stückchen Holz irgendwo verteilt gewesen. Die sehen einfach perfekt aus wie ein Bogen. Eine Sehne dran, die wir uns irgendwo, was weiß ich, das ist dann auch egal, irgendwie eine Sehne dran und dann ist Bogen fertig. Brauchen wir auch gar nicht drüber nachdenken. So, was jetzt hier nicht zu sehen ist, direkt bei uns haben wir bloß die Medizin und die Überlebensration. Die ist quasi noch in den Kapseln drin. Das haben die Mettern zurückgelassen. Die haben sich nicht wirklich dafür interessiert, was in den Kapseln noch drin war. Die haben bloß gesehen, oh, also die Männer, die unser Dorf angegriffen haben und uns entführt haben, die haben bloß gesehen, oh, hier lässt sich's gut leben. Und da leben aber schon andere Leute, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, deswegen müssen die weg. Und weil sie keine kompletten Arschlöcher sind, schicken sie uns weg, anstatt uns umzubringen. Insofern ist es vielleicht doch noch nicht ganz so böse, aber ja, davon haben wir jetzt auch nichts. Wir leben jetzt woanders plötzlich. Und die Kapseln sind aber so eingestellt, dass sie einen relativ habitablen Ort erreichen, dass man sagt, okay, wir landen dort, wo der Mensch, den wir gerade transportieren, eine relativ gute Überlebenschance hat. Und dann sucht er halt einen Ort aus, wo in der Nähe schon ein bisschen Holz, ein bisschen Silber und ein bisschen Stahl rumliegt. Und das Klima suchen wir uns dann auch nicht so bösartig aus. Also ich will eine kleine Herausforderung will ich haben, aber nicht zu stark, weil, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so gut in dem Spiel. Und 6 Leute, das habe ich deswegen ausgesucht, weil wir... Achso, wir müssen erst meine KI auswählen, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde, aber ich würde Phoebe Chillout nehmen. Phoebe Chillout hat einfach nur längere Zeiten zwischen den Ereignissen, aber die Ereignisse sind dann im Prinzip genauso gestaffelt wie bei Cassandra Classic. Wenn die Random mache ich irgendwann, wenn ich sage, oh komm, ich will ein richtig hartes Spiel haben. Also guck mal hier die Jacke, wie böse die Jacke ist. Nee, also Phoebe Chillout und wir nehmen aber trotzdem herausfordernd. Was steht denn noch dazu hier? Ein herausforderndes Spiel. Strategie, Taktik und Glück werden zum Überlegen benötigt. Okay, immer wenn Glück benötigt wird, dann ist das kein Spiel für mich. Dies ist der empfohlene Schwierigkeitsgrad. Okay. Und bei Extrem... So hart wie ein diamantenüberzogener Dolch. Ich überlege jetzt gerade, Diamanten kann man nicht einfach über irgendwas überziehen. Das würde nicht wirklich gut halten. Naja. Egal, so hart wie ein diamantenüberzogener Dolch. Gegner sind stark, Preise sind niedrig, Nahrung ist schwer zu beschaffen. Zu allem Überfluss sind auch die Kolonisten schwer zufriedenzustellen. Freunde des digitalen Leidens. Bin ich durchaus, aber... Für den Anfang lassen wir doch mal hier die... Ich finde das Viech niedlich. Was ist denn das eigentlich? Ist das eine Beutelratte? Ich weiß es nicht. Hardcore-Modus. Ich spiele im Prinzip jetzt den Hardcore-Modus, aber ich drücke jetzt trotzdem nicht auf das Feld, denn für ein Let's Play ist es relativ schlecht, wenn dann irgendwas Technisches schief geht und ich irgendwas nochmal spielen möchte, weil technisch was schief gegangen ist. Und ja. Man kann das aber nicht mehr, weil der Hardcore-Modus drin ist. Das möchte ich vermeiden, deswegen bleibt der Hardcore-Modus hier aus.
Weiter. Ach, eine zufällige Welt. Hungrig. Hungrig klingt gut. Die Größe der Welt ist mir relativ egal, da... Ich weiß es nicht. Ich mache eine etwas größere Welt. Oder wir lassen hier wirklich die Standardwelt. Oder... Warte mal. Nochmal zurück. Weiter. Jetzt haben wir ein anderes Wort. Ja, 200 mal 50. Wir machen eine minimal größere Welt. Galga, gelb. Ich weiß nicht. Ich fand, hungrig klang nicht schlecht. Was immer da für eine Welt jetzt rauskommt. Ich bin gespannt. Es macht doch eigentlich keinen Unterschied, oder? Mal gucken, was für Landeplätze hier rausgenommen werden. Irgendwo hier so. Es ist richtig kontinental, sieht das aus. Von Winter bis Winter? Verstehe ich das richtig? Durchschnittliche Temperatur ist relativ warm. Selbst im Winter ist es noch einigermaßen warm. Im Sommer wird es heiß werden. Gemäßigter Wald. Eben Kalkstein, Marmor und Granit. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es heißt, vom 11. Winter... Achso, von 11. Winter bis ein ganzes Jahr lang durch zum 1. Winter wieder. Also von 1. Winter bis zu 11. Winter wird so viel Schnee sein oder so kalt sein, dass es sich nicht lohnt, da Ackerbau zu betreiben. Wir können uns ja mal ungefähr hier den Ort merken. Mal gucken, was wir noch so angeboten bekommen. Wieder gemäßigter Wald, Wachstumsperiode irgendwas zwischen Frühling und Herbst. Ist also schon ein bisschen rauer. Ganzjährig. Ganzjährig ist es immer ganz nett. Okay, tropischer Regenwald. Und großer Hügel. Das klingt ja schon viel interessanter. Schiefer, Sandstein und Granit haben wir hier als Felsarten. Ja. Klingt... Irgendwie, ich mag die Tropen. Ich mag auch Wüste. Eben, ich mag Wüste. Gucken wir mal, wann wir irgendwo eine Wüste reingeben. Eben, jetzt haben wir eine Wüste. Marmor und Kalkstein. Und eine ganzjährige Wachstumsperiode. Und das ist hier so. Ja. Ich gehe jetzt nochmal hier auf erweitert. Ach, hier kommt. Ach, hier steht auch Jahreszeit. Ich dachte jetzt gerade, das wäre irgendwas mit Jahreszeit. Was wollte ich jetzt hier machen? Genau, ich wollte hier ein ganzes hier draufklicken. Weil ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Es scheint keine großen negativen Effekte davon zu geben, auch wenn hier eine riesengroße Warnung steht. Je größer die Karte, desto schlechter die Performance. Habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Riesig ist sehr wahrscheinlich nicht gut spielbar. Falls doch, dann müssen wir halt das Spiel dann irgendwann abbrechen wegen Performance-Problemen. Aber, um ehrlich zu sein, ich traue meinem Computerchen das hier zu. Deswegen probieren wir das. So, eine riesige Karte in der Wüste. Vielleicht brauchen wir auch einfach den Platz. Dann, um irgendwo auf der Karte noch was Interessantes zu finden. Landschaft eben, das ist das Einzige, weswegen ich mir jetzt noch ein bisschen Sorgen mache. Ah, jetzt habe ich... Das wollte ich doch gar nicht. Hier mit... Irgendwo hier war das doch. Habe ich jetzt den gleichen Ort ungefähr... Großer Hügel. Großer Hügel. Großer Hügel. Bergig. Bergig, bergig, großer Hügel. Eben. Ich wollte eigentlich die Karte hier... Ah, mittlere Maustaste ist das. Ich wollte die Karte verschieben. Bergig. Großer Hügel. Und das hier ist eben. Ah, okay. Also es gibt hier gar nicht so viele Orte, wo das gewesen sein kann. Guck mal, hier ist Wasser. Hier, das muss irgendwie... Ja, das wird mir als Ozean angezeigt, klar. Savanne. Savanne ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich würde mal mich hier ansiedeln. Neben der Savanne. Was ist das hier? Gemäßigter Wald. Ja, zwischen dem Ozean und dem und der Savanne und ein Stückchen zum gemäßigten Wald würde ich mich mal hier ansiedeln wollen. Mal gucken, wie das Gelände da aussieht. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt müssen wir 6 Kolonisten uns ausdenken. Juhu, ich habe jetzt schon relativ wenig Lust dazu. Denn das ist auch schon wieder ein Kampf für sich. Ja, was macht man denn? Männlich 39. Was kannst du? Du hast eine Kratznarbe, das interessiert mich relativ wenig. Du hast eine Geliebte schon in der Gruppe hier.
Wer ist denn das? Minoga Pizza. Wer ist das hier aus der Gruppe? Ah, hier Minoga. Die ist eigentlich... Okay, die ist 44, aber why not? Okay, Geliebte wird schon als Verwandtschaft gezählt. Ist jetzt, mein Gott, was hast du denn für einen Frauengeschmack? Raufbold und Kannibale und verweigert aber einfache Arbeit und ist auch nicht sehr sozial. Und was bist du für einer? Du bist auch nicht sozial. Okay, ja, passt zu Nan. Optimist, nervös. Ja, optimistischer, nervöser Typ. Der ein bisschen antisozial ist, aber... Ach, wisst ihr was, ihr gefällt mir beide nicht. So. 52. Ich habe jetzt leider überhaupt keine Eigenschränkungen gemacht wegen dem Alter. Also muss ich ein bisschen öfters mal durch tauschen. Was bist denn du? Wingewold Schalt. Ich gucke erstmal hier so. Medizin kannst du nicht, aber das müssen wir ja auch nicht unbedingt. Bergbau, was kannst du eigentlich gut? Handwerk? Bist du zumindest begeistert und sozial begeistert und du kannst ein bisschen kämpfen und ein bisschen forschen und Chemikalienfaszination, natürlich. Nee, das tut mir leid, sorry. Ah, wir haben hier einen zufälligen Verwandtschaftskandidaten wieder hier. Ah, hier, Vielfraß. Das ist die Schwester von der hier. Was weißt du? Auch nicht sehr sozial. Aber du kannst keinen Fernkampf, aber ansonsten... Ja, was mache ich mit dir? Ist mir das jetzt so wichtig, dass du eine Schwester hast? Reclusive Schalt. Was heißt denn das? Sie lernte nicht zu sprechen, bis sie nahezu 5 Jahre alt war. Und yourself, oh Gott. Ja, das ist das Mischmasch der Sprachen. Hier wird ab und zu sowas wie her und so weiter durch das deutsche ihr ersetzt. Und dann sowas wie she ist durch sie ersetzt. Was in ihr, early, oh, das ist super. Mir gefällt's jetzt schon. Reclusive Schalt finde ich jetzt auch nicht so besonders. Hochsensibel, Kannibale, nicht sozial, komm. Da gucke ich jetzt gar nicht mehr genauer drüber. Weg. Einfache Arbeit. Ex-Geliebte. Aber die fliegt ja auch raus. Okay, keine Sorge, du musst nicht mit deiner Ex-Geliebten zusammenarbeiten. Ja... Bevor das jetzt ewig so weitergeht, würde ich sagen, den nehmen wir jetzt einfach. Was bist denn du, ein Scavenger? Er hat seine ganze Zeit, seine ganze Kindheit damit verbracht, in alten Wracks und Ruinen herumzusuchen und er hat eine natürliche Neugier, möchte ich sagen. Seine natürliche Neugier oder seine Wissensdurst bringt ihn in viele Schwierigkeiten. Aber er ist auch vielseitig interessiert. Er hat Bergbau plus und Forschung plus, kann aber keine Forstwirtschaft betreiben, keinen Transport und keine Reinigung. Also zu gut Deutsch einfache Arbeit, was ja auch schon hier steht. Ja, komm, den nehmen wir jetzt. Wisst ihr, wie wir den nennen? Wir nennen den Professor Hen. Ja, das wird mehr oder weniger unser Stammesführer sein. Können wir den mittleren Namen irgendwie streichen? Nennen wir dich ansonsten... Ja. Müssen wir den letzten Namen vergeben? Ansonsten nennen wir dich Hen. Das ist jetzt mehr oder weniger dein Nachname. Und Professor ist dein Vorname. So wie ich das hier sehe. Grün. Wie ist das mit denen? Es zählt immer der Vorname. Aber der... Aber wenn das und das gleich ist, dann wird der hier rausgenommen.
Okay. Nachname des Charakters, Vorname des Charakters. Vorname, Nachname, Spitzname. Okay. Jetzt gehen wir einfach mal weiter, sonst wird man hier nie fertig. Du hier, du bist 66 und hast eine Bissnarbe am rechten Bein. Und ansonsten sehe ich hier auch keine Flammen, das ist sowieso schon mal negativ. Asket, was können denn Asketen? Bekommen schlechte Laune, wenn das Schlafzimmer zu eindrucksvoll ist. Das macht dich momentan gerade wieder sehr sympathisch und du hast sehr viel im Bergbau. Falls das irgendwann mal wichtig wird. Ah, nee, trotzdem nicht. So, wie geht's? Was haben wir jetzt hier? Ein Höhlenkind, das in Bergbau und Konstruktion mehr bekommen hat. Sie lebte in einer großen Höhle, das tief in einem Berg gegraben wurde. Und sie hilft den Erwachsenen immer bei der Erwartung und der Verbesserung der Höhle. Konstruktion und Bergbau plus 3. Okay. Und als Erwachsene lebte sie immer noch in der Höhle. Und also während andere rausgingen, um jagen und sammeln zu gehen, blieb sie immer zu Hause und kochte und ja, also Höhlenmensch. Mehr oder weniger wirklich richtiger Höhlenmensch mit sehr vielen Plus. Sachen hier, solche Eigenschaften. Neurotisch ist das einzig Negative, weil neurotisch bedeutet, dass ihre Zusammenbruchsschwelle etwas niedriger ist. Das heißt, sie kriegt schneller einen Nervenzusammenbruch als andere. Ist aber schneller Geher und prothesenbegeistert. Also, willkommen im Team, so würde ich sagen. Willkommen im Team. Und weil du ein Mädchen bist, würde ich sagen, du heißt Sa. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Nein. Sarah mag Pizza XD. Und wer sich jetzt fragt, wo ich diese Namen her habe, das sind die Leute, die in den letzten Zeiten, in der letzten Zeit irgendwelche Kommentare auf meine Videos geschrieben haben. Tut mir leid, dass ich euch jetzt dafür hier verwende, aber es gibt so wenig Kommentare unter meinen Videos, da kann ich die paar Leute, die da irgendwas schreiben, auch auf meine Art und Weise ehren. In dem Fall, indem ich sie jetzt hier als Wimworld-Charaktere benenne. Ja, finde ich ganz gut so. Ich hoffe, ihr auch. So, das war die Kannibalin, die wollte ich eh in meinem Stamm haben. Mal sehen. Stichnarbe interessiert mich nicht. Okay, kein Fernkampf, kein Nahkampf, kein Sozial. Was kannst du eigentlich? Puh. Whitehead-Hacker. Das passt überhaupt nicht, aber nicht mal ansatzweise zu der Geschichte, die ich mir dazu ausgedacht habe. Keine Computerleute. Das passt ungefähr noch, weil ich habe mir sowieso vorgenommen, der Charakter, den ich gerne spielen möchte, der ist eigentlich mehr so ein technikbegeisterter Mensch und da passt die Hintergrundgeschichte super und das Prothesenbegeistert auch und hitzetolerant passt auch. Wer mich persönlich kennt, weiß, dass ja, das vielleicht auch auf mich zutrifft. Okay, es kann nur er sein. Als normale Vergangenheit von Erwachsenen im Alter her, was war da seine Vergangenheit? Fernkampf, Soziale und Forschung. Also ja, ich kann mich super mit dem identifizieren, aber mit dem hier kann ich nichts anfangen. Deswegen. Allein weil du hier so eine komische Vergangenheit hast, musst du wieder ersetzt werden. Du dagegen bist ein Soul, also ein einsamer Überlebender, so wie ich das übersetze. Also der gesamte Stamm wurde ausgerottet und deswegen wurde er adoptiert von einer anderen Gruppe und ist aber sehr emotional sehr angekratzt und mag es lieber nahe zu Hause zu sein, zu kochen und Landwirtschaft zu betreiben. Also psychisch angekratzt heißt in dem Fall Feuer bekämpfen kann er nicht und er kann nicht jagen. Aber das können andere machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Mir gefällt besser, dass er da Kochen und Landwirtschaft drin hat. Ja, er kann nicht kämpfen. Haben wir auch andere Leute dafür.
psychisch sensibel, das passt auch wieder zu der Hintergrundgeschichte von jemandem, der einfach eine Geschichte hat. Das, ja. Und er hat auch ein paar Altersbeschwerden, weil er auch nicht mehr der Jüngste ist. Ja. Also ein Charakter mit Geschichte. Mehr oder weniger. Das ist. Ja, im Prinzip wird das unser Koch. Unser Koch und unser Landwirtschafts-Heini. Der auch sozial ist. Also, der kann dann als Wärter arbeiten. Mehr oder weniger. Ja, komm, du kommst rein. Und welchen Namen geben wir dir hier? Ich weiß nicht, ob derjenige sich darüber freut oder verärgert ist, aber ich würde dich in Gino Witch nennen. Enginovic. Nicht Braga, sondern dein Spitzname wird auch Virgino sein. Also Enginovic, so zusammengeschrieben, ich mach's nochmal so. Das ist derjenige, der unter meinem Gnomoria Let's Play geschrieben hat, dass er doch gerne RimWorld sehen möchte. Also, nur für dich mache ich das jetzt hier. Also nicht nur für dich. Ich mach's auch ein bisschen wegen mir selbst, weil ich gerne RimWorld spielen möchte und weil ich da sowieso eventuell ein Let's Play gemacht hätte. Aber du hast das Ganze noch ein bisschen beschleunigt. Das durchaus. Und du bist jetzt ein alter Mann mit Rückenschmerzen, verstörender Vergangenheit, der nur zu Hause rumsitzen will und kochen möchte. Und vielleicht sich ein bisschen mit den Leuten unterhalten möchte. Herzlichen Glückwunsch, wir gehen weiter. Vielfraß, auch ein bisschen älter. Jetzt muss ich mal langsam gucken, was wir hier für Fähigkeiten schon haben. Fernkampf, Nahkampf. Okay, also jetzt nicht wirklich was. Im Prinzip ist das Handwerker und Forschung. Gefällt mir super. Das ist unser Forscher. Handwerk, Bergbau, auch kochen. Ja, aber im Prinzip haben wir hier Handwerk und Bergbau. Und ein bisschen was von dem anderen alles. Hier haben wir Kochen. Tiere, haben die schon Tiere irgendwie? Ja, der hat im Prinzip Tiere. Selbst ich habe Tiere. Ja, was wir brauchen im Prinzip noch Konstruktion, würde ich sagen. Oder? Na, konstruieren können die anderen nicht so wirklich gut. Pizza kann ein bisschen konstruieren. Also Konstruktion würde ich gerne noch aufpassen und dann im Prinzip Fernkampf und Nahkampf. Der Rest ist mir egal. Und da du keine Konstruktion hast, ist mir deine restliche Geschichte leider auch egal. So. Konstruktion 4. Auch ein Soul Survivor. Das heißt, er kann auch keinen Kampf. Das tut mir leid, du musst jetzt mal ersetzt werden. So, was ist mit dir? Medizin 8. Und zwei Flammen. Das klingt jetzt nicht so schlecht. Haben wir schon jemanden, der ordentlich Medizin kann? Ja, im Prinzip du, aber dich interessiert Medizin nicht. Du hast das einfach gelernt, aber der kann auch viel weiter aufsteigen in Medizin. Ich würde dich mal unter Vorbehalt lassen, dass wir jetzt keinen besseren finden für die anderen Sachen. Beziehungsweise vielleicht haben wir schon jemanden. Der hier zum Beispiel ist ein super Kämpfer. Und ja, in Landwirtschaft haben wir ja andere Leute. Der ist auch ziemlich gut mit Tieren. Stichnabe ist jetzt relativ egal. Ah, hier Hintergrundgeschichte. Sorry, deine Hintergrundgeschichte gefällt mir nicht. Ja, deswegen wirst du jetzt ersetzt. Tut mir leid. Venegold Child. Okay. Ja, die Hintergrundgeschichte passt irgendwie ganz gut. Erwachsenengeschichte ist die gleiche wie bei mir. Fernkampf ist super. Nahkampf ist auch okay. Rest interessiert mich relativ wenig. Chemikalieninteresse, habe ich das irgendwie hochgestellt oder warum sind hier so viele öfters mal damit? Sorgfältiger Schütze. Fernkampfgenauigkeit 50. Okay, du kommst auf jeden Fall mit. Ist nicht sehr fürsorglich. Das ist halt wahrscheinlich die tragische Vergangenheit, dass sie gehabt, die sie gehabt hat. Sie möchte Rache schwören den Leuten, die ihr Heimatdorf ausgerottet haben.
eine sehr schlimme Vergangenheit. Tut mir fast schon leid. Ja, aber ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wem ich welchen Namen gebe. Aber du bleibst auf jeden Fall schon mal hier drin. Was kriegt man jetzt hier? Oh, noch ein Fernkämpfer. Ein Tribeschild, also ein Stammeskind. Fernkampf und hier auch Fernkampf. Aber ich bin eh Fernkampf-Fan. Von daher könnte das ruhig sein. Fernkampf und Warrior. Und erst 15 Jahre alt. Also da geht noch einiges. An Fähigkeiten aufbauen, meine ich. Trotzdem noch einen grünen Daumen und Prothesen begeistert. Obwohl sie ein... Na, obwohl, das ist so ein bisschen der Leon-Style. So... Dann befasst man sich halt mehr mit Pflanzen als mit Menschen, wenn man die ganze Zeit zum Kämpfen verurteilt wurde. Also, Kind eines kriegerischen Stammes, der als Kämpfer groß geworden ist, oder noch gerade groß wird, bevor sie entführt wurde. Und er ist ein verlassenes Kind, der dann so als einsamer Wolf das Leben bestreiten musste. Und das sind außerdem beides sie, soweit ich das sehen kann. Sorgfältiger Schütze und in ihrem Fall jetzt nichts Besonderes in der Hinsicht. Aber euch würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann ist nur noch er hier derjenige. Und wir brauchen jetzt unbedingt jemanden mit Konstruktion. Nein. Ich will jetzt wirklich jemanden haben, der schnell und gut konstruieren kann. Na, zumindest eine kleine Flamme. Oh, zwei Flammen, aber nicht sehr viel. Ich weiß aber, wenn da zwei Flammen sind, dann können die Charaktere relativ schnell, also wirklich schnell. Moment mal, steht da Robot drin als Eigenschaft? Nein, tut mir leid, keine Roboter in meiner Gemeinschaft. Zumindest noch nicht. Ach nee. Okay, 6. Das geht besser. 7. Ja. Oh, die hat. Der hat eine Verwandtschaft zu Berea. Wer ist das gleich nochmal? Tochter. Das müsste jetzt auch hier drin stehen. Aha, Vater. Das passt jetzt nicht so ganz mit der Vergangenheit von ihr zusammen. Wie kannst du der Vater sein von ihr, wenn ihr komplettes Dorf ausgeräuchert ist? Obwohl, das geht eigentlich ziemlich gut. Das geht sogar sehr gut in der heutigen Zeit und auch schon früher. Wenn man einfach mal nicht im selben Dorf wohnt wie die Tochter. Das ist... Die Geschichte gibt es schon seit 1000 Jahren, also okay, das passt schon. Ich habe sogar auf meinem Zettel was, wo ich mir unbedingt gedacht habe, da müssen Verwandtschaftsverhältnisse unbedingt drin sein. Und das würde ich jetzt auch hier so machen, deswegen habe ich nämlich doch die ganze Zeit nicht die Leute umbenannt. Denn auf meinem Zettel stehen noch, ich sollte mir auch mal aufschreiben, wen ich schon hier habe. Deninovic habe ich, Strich, die Pizza habe ich. Und mich habe ich. Dann kommen wir jetzt zu den beiden, die etwas gleich klingen. Die haben beide unter ein und dasselbe Video geschrieben und deswegen werden sie hier im Spiel verwandt gemacht. Und zwar ist das einmal der Des Tex. So wird auch dein Spitzname dann sein. Des Tex. Und Overwatch. Destex Overwatch. Herzlichen Glückwunsch. Und unter das gleiche Video hat auch jemand geschrieben, der hieß Dommel. Dommel Overwatch. Ist jetzt natürlich komisch, dass jetzt die Tochter den Namen des Vaters angenommen hat, den sie nie kennengelernt hat, bis sie sich dann nach der Ausrottung ihres Dorfes alleine auf den Weg gemacht hat. Aber vielleicht so, weil sie eh keinen Nachnamen hatte vorher. Dann kann man sich auch den des ungeliebten Vaters zu eigen machen, beziehungsweise des geliebten Vaters, denn die haben ja hier einen Meinungsbonus bekommen. Ja. Ja, Dommel.
Würde ich sagen. Nicht Domura, Domel. Und dann fehlt nur noch der Gelb oder die Gelb. Und der Name, der auf meinem Zettel noch übrig ist, ist All Migrison. Ist eigentlich auch ein Männername, aber ich sortiere jetzt nicht noch nach so lange aus, bis ich hier einen entsprechenden Mann habe. All Migrison HD. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du auch einen Charakter in meinem, ich wollte gerade sagen Let's Play, aber das ist ja noch das Vorbereitungsvideo, das ich jetzt auch Gott sei Dank endlich überstanden habe, ohne so viele Versprecher, ohne so viele Verhaspler in der Sprache, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr zurechtkam. Ja, ich würde sagen, das kann man hochladen dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werde ich auf diesen Startbutton drücken. Bis dann!